Hallo und willkommen zurück zu Legends of Emberland 2. Wir sind hier im frostigen White Dungeon, dem Dungeon ganz im Nordwesten, wo wir wieder wahrscheinlich einen so einen Blackstone finden. Und dazu müssen wir uns aber erstmal hier den Weg freischlagen und ein paar Eistrolle Stufe 25 umhacken. Die werden jetzt wahrscheinlich Verstärkung bekommen, weil rechts daneben auch noch welche standen. Es sei denn, wir sind da. Da ist die Verstärkung. Naja, okay. Dann machen wir hier mal Firestorm. Hätten wir ruhig treffen dürfen. Ja. Und wir sparen uns das hier mal gerade und werden erstmal vielleicht eher auf die Heilmana verbrauchen. Wobei das natürlich jetzt hier auch so ein bisschen... Das sind jetzt die Krieger. Greifen wir hier mit denen an. Und der greift den an. So. Und da können wir jetzt eigentlich normal drauf. So. Okay. Und wir sehen, dass die beiden da gefrostet werden. Da müssen wir mal gucken. Weil der Schaden, den wir hier durch diese Frost-Ticks bekommen, dann schon ein bisschen viel werden wird. Dem könnten wir... Der hat hier so ein Feuer-Dingens. Eventuell, dass wir im Moment Feuer wegnehmen. Und dem beispielsweise das hier geben. So, dann haben wir hier Handschuhe über. Dann können wir die Handschuhe hier nehmen. So. Dann hätte der jetzt noch eins über. Da haben wir auch noch ein Cold-Dingen. Ach, shit, das war das Falsche. Das dürfen wir nicht, wenn wir das nicht verlieren wollen. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Da ist Cold. Nochmal so. Und können wir bei dem noch was machen? Da könnten wir auch Feuer wegnehmen. Und Lightning, im Moment kämpft da sowieso niemand mit Feuer. Dann ziehen wir mal den an. Dann kriegt er auch keinen Frostschaden. Und dann ist das wahrscheinlich besser so. So, einmal heilen. Mana ist alle. So, kriegen wir die ein... Oh, da hinten ist einer. Der will uns hinterhalten. Ja, da können wir den umspammen, denke ich. Da ist der nächste. Machen wir mal den Song. Und werden wir den aber jetzt hier mal weghauen. Molten. Und da müssen wir einmal einen Power Heal drauf machen. So. Bleibt noch einer. Den machen wir auch direkt noch hier platt. Wir müssen mal gerade gucken. Der Power Heal 4... Der war sogar Mana effizienter als der normale Heal. Also in dem Fall können wir die sogar jetzt hier mit dem Power Heal nachheilen. Bei dem ist es dann schon etwas grenzwertig. Ja, genau, das war jetzt Overheal. Also Mana sozusagen verschwendet ein bisschen. So, und dann haben wir da einen Schatz. Ein Mithril Helmet of Lightning Resistance 3. Der ist leicht. Lightning 45. Das Problem ist hier, die Magier, die brauchen Knowledge. Der ist mit Vitality wahrscheinlich besser aufgehoben. Und die brauchen halt eigentlich auch diese Lightning Resistance nicht. Also der ist nett, aber ist eigentlich vor allem nett, weil er so leicht ist. Aber solange wie die Magier noch Knowledge benötigen, macht das verhältnismäßig wenig Sinn. Wir hatten den Tipp bekommen von diesem, von dieser Wache davor, dass hier irgendwo Geheimgänge sein sollen, Illusionswände. Hier haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge. Da müssen wir mal schauen. Wir dürfen uns wahrscheinlich hiervon nicht entfernen, damit wir da zurück können, um dann zu rasten. Weil die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mit der Mana noch bekommen.
Warten wir erstmal. Die werden jetzt auf jeden Fall immer zu zweit kommen. Gucken wir mal. Naja. Dann werden wir hier Molten Blasts. Molten Blasts. Okay. Wir haben noch die Strikes auch noch über. Da ist direkt Nachschub. Power Heal. Auf den. Weg. Da hinter dem steht aber auch schon wieder einer. Machen wir da nur einen Heal. Und Power Heal auf den. Da ist Nachschub. Okay, hinter dem steht auch schon wieder der nächste. Die hat ein bisschen mehr Mana. Wie viel hat der an... machen wir hier einfach mal nur einen Mass hier. Da ist auch schon wieder einer hinter. Okay. Wir hätten noch Recovery. Den benutzen wir jetzt auch. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir die wahrscheinlich gleichzeitig töten, damit die das nicht auffüllen, sozusagen. Das heißt, wir müssten den jetzt angreifen, wahrscheinlich. Aber sehr sachte kaputtklopfen. Machen wir... einmal Power Heal noch auf den. Der kann auch heilen. Wird ein bisschen wahrscheinlich dann auch auf Zufall rauslaufen. Weil jetzt sind wir mit dem dritten. Wenn ich jetzt hier genau den direkt umlege... aber gut, was wir jetzt machen können, ist mit dem einfach einen etwas härteren Zauber zu nehmen. Nehmen wir Lightning. Dann ist der weg. Und dann könnten wir jetzt nach oben und rasten. Aber eigentlich ist das jetzt noch ein bisschen zu früh. Wir haben noch Ressourcen. Ne, wir können noch hier jetzt einmal ein bisschen heilen. Vielleicht kriegen wir den vor uns noch umgenukt. Wenn das schnell geht. Na, da kommt direkt wer nach. Zumal eigentlich dürfen wir uns hier auch gar nicht bewegen. Aber ab jetzt ist es dann... wir probieren das nochmal. Wir haben ja jetzt sowieso dazwischen durchgespeichert. Wir haben ja 123 Mana. Wir gucken mal, dass wir die beiden jetzt noch platt bekommen. Das können wir nur einmal casten. Das halten wir uns mal auf. Moment, dann machen wir aber mal Firestorm. Ja. Dann gucken wir. Die machen sehr wenig Schaden. Dann greifen wir den an. Da haben wir jetzt keine Mana zum Heilen mehr. Okay, das ist ein bisschen ungünstig. Ja, wenn der jetzt nochmal angegriffen wird, ist natürlich Schicht. Mass Power Heal hauen wir jetzt hier mal raus. Dann kann die aber da nichts mehr machen. So. Ich glaube, nach ihrem Zug wären die Gegner dran. Wir werden jetzt...
Na, wir könnten hier aber auch ein AOE machen. Dann sind beide tot. Ja. Und da sind wir jetzt so im Eimer. Da gehen wir raus. Und dann werden wir hier einmal eine Rast machen. Und dann werden wir jetzt den Rest angehen. So. Okay. Ich weiß gar nicht, wie die da nachkommen können, weil da steht ja keiner. Also da müsste eigentlich... Wie verstärken die den? Wir bleiben auf jeden Fall hier, damit wir dann zur Not abhauen könnten. Die haben übrigens auch Keulen und sind höher als die, die wir zuvor hatten. Molten Blast ist da Overkill, aber wir können den mit Molten Blast angreifen. Na. Blum. Okay, da sollten wir jetzt einmal... Naja, Messil erstmal reicht wahrscheinlich. Okay, der muss den Magier hier mal zurück. Der hat, glaube ich, weniger Rüstung. Weil der nimmt halt durch die AOEs, glaube ich, Schaden. Dieses Mal nicht, aber... Hier... Oder die anderen hatten halt diese 5 Schaden wird immer absorbiert Sache. Ja, dann greifen wir mal mit kleinen Sachen an. Schön getroffen. Mass Heal. Bald könnten wir da auch schon den Fokus dann anwerfen. Na, okay, geschafft. Zwischenstopp. So, heilen, heilen, heilen. Okay. Und mit der Erfahrung geht's auch ganz fix weiter hier. Okay, jetzt die restlichen, die sollten wir auf jeden Fall na, das wollte ich jetzt nicht mit Strike angreifen. So. Dann machen wir einzeln. Oder zumindest den jetzt erstmal einzeln. Molten Blast. Molten Blast. Ja, da kommt zwar jetzt Nachschub, aber die können wir dann recht schnell nacharbeiten. Mess hier. Dann nehmen wir hier mal den Song. Plöng, plöng. Ja, da 62. Wir müssen einmal den Power Heal auf den in der Mitte hauen. So, aber hier wird es jetzt so langsam ein bisschen leer. Naja, da sparen wir uns jetzt die Mana. Den können wir fast umspammen. Da müssen wir einmal aufpassen. Power Heal.
Okay, sauber. Da sind noch ein paar, aber dann hauen wir erstmal seine Mana leer. So, fertig. Dann seine Mana. Ja. Gut. Dann die nächsten, bitte. Da machen wir auch direkt den Molten Blast noch. Ja, ist erstaunlich, dass der halt durch diese AoEs immer so viel mehr abbekommt. Da gucke ich gleich mal, wo da der Unterschied besteht. So. Also was Rüstung betrifft, 7 hat der nur. Und die anderen haben alle deutlich mehr. Na, der hat halt keinen aktiven Schild. Da machen wir aber auch nicht viel, weil 4, die da... Das hier sind leichte Schilde, aber wir haben nichts, was wir da austauschen könnten. Der hier hat noch einen leichten Schild, aber der braucht immer diese Protection. Der könnte einen anderen nehmen. Aber bei dem bringt Protection eigentlich am meisten mit den zwei Würfen, weil wenn man wenig Armor hat, ist es eigentlich egal, wie viel da gewürfelt wird. Also das halten wir erstmal so. Aber wir könnten nochmal einen leichten Schild brauchen oder einen schweren Schild mit Protection drauf. Oder was anderes mit Protection. Wobei, so viel kann er da auch gar nicht mehr brauchen. Falls es denn überhaupt an der Rüstung liegt, dann können wir nochmal gucken. Der hat halt Vitality, womit der allgemein immer 5 weniger Schaden nimmt. Das hat die aber nicht und die auch nicht. Die hat ein bisschen mehr Evade. 81, 81. Hat der auch deutlich am wenigsten. Wodurch kommt denn das? Dexterity 15, 13. Ich weiß gar nicht, wodurch kommt denn, dass der so wenig Evade hat im Vergleich? Klar, da kommt das durch die Levitation. Die hat auch Limit Levitation. Naja, und der hat davon nix. Also gut, dann... Okay, das ist sehr klein hier. Mal gucken, ob hier nicht noch... Ne, ist auch kein Geheimgang. Dann weiter nach unten. Oh, da ist erstmal nix. Da hinten wartet aber schon... Ich glaube, das ist ein kleiner Eisdrache. Passt. Okay. Eine blaue Schlange. Okay, da kommt aber ordentlich Aua ran. Dann werden wir dem auch ordentlich Aua zurückgeben. Mess hier. Ja, also das ist schon sehr fies. Ich weiß gar nicht, wie war das mit Mass Power Heal? Mass Heal, Mass Power Heal ist schon sehr hilfreich, aber im Moment haben die so viel Mana nicht verloren. Naja, doch. Das machen wir jetzt mal. So. Oh. Das ist vielleicht ein bisschen doll, wenn die eine Schlange uns schon so gekillt hat. Naja, die sind zu stark. Das macht keinen Sinn. Was, wenn wir einfach weiter nach unten gehen? Es geht aber schon ordentlich tief hier.
Aha. Und da haben wir jetzt Magier, die aber wahrscheinlich gar nicht so. Also Level 20 und 30. Charge! Dann werden wir mal den da jetzt platt machen. Hier. Haben die irgendwelche Resistenzen? Resistance to Cold und Fire. Okay. Ach so, Moment. Und Immunity Lightning. Okay. Naja, dann machen wir trotzdem den. Da kommt schon was nach. Also das hier müssen wir schon auch machen. Okay. Hier. Naja, das bringt sehr, sehr wenig. Da haben wir wieder einen Warlock. Ja, also so primitiv sind die nicht. Hier. Dann machen wir hier jetzt den Mass Power Heal. Okay. Mass Heal. Ja, das ist Sorcery. Gegen Sorcery haben wir auch fast nichts an Schutz. Okay. Nochmal 4800. Ja, gucken wir erstmal weiter. Den kriegen wir auch noch tot, aber dazu müssten wir jetzt hier erstmal ein bisschen heilen. Durch. Okay. Einmal Power Heal hier hin. Einmal Power hier dahin. Warlock. Da machen wir Fokus. Da machen wir Fokus. Mass Power hier. Sauber. Da haben wir auch sehr gut getroffen. Ich meine, vielleicht kriegen wir jetzt hier auch einfach nur ein paar. Ach, da geht's noch mal weiter runter. Okay, das sind aber wieder schwache Gegner. Glaube ich. Jetzt haben wir natürlich keinen Feuerschutz. Aber die machen sowieso so wenig Aua, dass das schlussendlich auch egal ist. Da ist eine Geheimtür. Royal Armor 3. Okay. Da ist Protection drauf. Die ist ziemlich gut, aber damit würden wir jetzt dann natürlich alle Resis sozusagen verlieren. Dann müssten wir das wieder durch andere Sachen gut machen. Ja, das bringt nicht wahnsinnig viel. Also wir könnten das natürlich auch hier draufsetzen. Dann würden wir den Schild quasi frei bekommen. Dann könnten wir den Schild hier hingeben. Wäre dem aber mit Protection natürlich auch nicht geholfen. Also das Ding ist schon gut, aber für den Moment sehe ich da nicht, dass wir das nehmen sollten.
gucken wir mal, was wir daneben drin haben. Ein Visor-Helmet. Ich glaube, der bringt Accuracy. Ja. Den könnte der theoretisch tragen. Der bringt Toughness. Zweimal für Schaden. Ich glaube, das macht Sinn, den entweder da oder da zu verwenden. Mehr Schaden. Da sind weniger Hitpoints damit. Das ist natürlich ein Drawback bei. Ja, machen wir das aber hier. Okay. Naja, also das Gegenstandssystem ist schon ziemlich cool. Sehr unübersichtlich, aber es fügt halt eine ziemliche Komplexität dazu. Da müssen wir jetzt mal drüber laufen, um das mit zu erkunden. Ein Alchemist's Cloak. Das ist wahrscheinlich hier drin. Cold und Poison, auch interessant. Bringt mehr Cold, aber eben nicht Warm. Also wenn wir hier einmal aus dem Gebiet raus sind, macht das Sinn. Aber für den Moment hier eher nicht. Okay. Erstmal wieder hier den heilen. Und dann laufen wir da wieder zurück. So. Die bringen natürlich auch nicht so wirklich Erfahrung. 80, Wahnsinn. Da kommt jetzt aber bestimmt auch noch was Größeres. Jetzt habe ich da vergessen, nach den Geheimtüren zu gucken. Naja, wir müssen wahrscheinlich eh den Weg wieder zurücklaufen. Da müssten wir wahrscheinlich auch den Fokus mal nutzen. Ja. Kommen in der Regel eben erst gar nicht dran. Okay, da können wir wahrscheinlich später zurück, wenn wir ein oder zwei Hebel betätigt haben. Fokus ist hier verbraucht. Da auch. Okay, das können wir nicht mehr. Der kommt bestimmt zu uns hin. Ja. Da ist Hebel 1. Und dann gehen wir aber nochmal in die Suppe rein. Zeit zum Heilen.
Einmal Power hier. Plump. Und da wartet auch schon ein Schatz auf uns. Naja, noch ein bisschen Gemüseplatt machen hier. Weg. Du auch noch. Dann gucken wir hier noch nach Geheimgedöns. Ne. Firebird Helmet. Das klingt interessant. Fire 30. Wiegt 4. Das wäre theoretisch hier auch eine Überlegung, aber wieder, die brauchen Knowledge. Also das macht da zu wenig Sinn. Okay, gucken wir hier gerade noch wegen Geheimdings. Nö, dann machen wir mal Mass Heal von ihr aus. So. Dann gucken wir jetzt noch mal genau da drauf, ob hier... Oh, hoppla. Dann würden wir den mal Krammer heilen. Elfentouch. So. Ha, aber die Tür ist immer noch zu, aber eventuell gibt es auch noch was anderes. Ah, ja. Okay. Dann können wir noch tiefer runter. Da ist ein Geheimdingen. Mighty Mace of Slaying. Das klingt doch gut. Slayer, es macht sehr viel Schaden. Naja, ist aber leider genau das, was wir hier schon haben. Und das andere mit dem Heroism ist besser. Ja, da ist Heroism drauf, da ist Heroism drauf. Und solange wir nicht was anderes haben, was das ablöst, macht das zu wenig Sinn. Hier hätten wir jetzt das Problem. Dass uns dann wahrscheinlich die Ressourcen fehlen. Okay, der ginge theoretisch. Ich mach das jetzt einfach mal. Na, okay, das würde auch nichts werden. Also ich glaube, das Dungeon... Das sollten wir erstmal hinten anstellen. Das scheint mir noch... Also es geht theoretisch, aber... Naja, sie müssten eigentlich schon gehen. Dann müssten wir jetzt rasten. Und wir würden hier wieder einen Shortcut haben, um nach hinten durchzukommen. Ja, Moment. Also, folgender Plan. Wir werden da jetzt erstmal durch. Ich habe jetzt noch einen separaten Spielstand angelegt. Und wir werden mal gucken, wie gut wir da jetzt durchkommen. Mess hier. So. Dann wieder Mess hier. Dann ist da natürlich auch so ziemlich die Mana am Ende. Elven Touch, aber da ist der Mass Heal eigentlich sinnvoller. Okay, weiter. Das heißt aber, wir müssen jetzt mindestens den und den anderen auch noch platt machen. Oder wir könnten hier rasten. Und das funktioniert so nicht. Mass Heal. Mass Heal. Die kann mit 33 natürlich auch nicht wahnsinnig viel erreichen. Ja, gucken wir mal. Das ist Afraid.
Okay, das wird jetzt ein bisschen... Macht er das immer? Ach so, wir haben auch keine Buffs mehr aktiv. Das ist natürlich auch nicht so hilfreich. Ja, ist ein bisschen dünn. Der hat verdammt viele Lebenspunkte. Hat der Resistenzen? Nö. Ja, das müsste man dann halt clearen. Da können wir den Thunderstrike draufhauen. Jawohl. Molten Blast. Ist trotzdem dann jetzt eben Glück, wie der unsere Leute angreift. Ja. Also gehen tut das. Dann müssten wir nach dem auf jeden Fall rasten. Dann müssten wir ein bisschen Glück am Anfang haben. Cone of Ice. Jawohl. Dann hier den Thunderstrike direkt drauf. Sehr schön, verfehlt. Nicht verfehlt. Molten Blast. Na, da haben wir jetzt... Ja. Da hätten wir ein bisschen mehr Glück gebraucht. Wenn wir den hier jetzt einmal platt bekommen, dann könnten wir auch rasten. Dann wäre das alles kein Drama mehr. Da haben wir jetzt insgesamt am Anfang sehr schlecht getroffen. Also ich denke, prinzipiell kann das schon funktionieren. Aber wir müssen halt Glück haben mit den eigenen Treffern. Und dass der die richtigen angreift. Und der kann verhältnismäßig gut abwehren hier. Also blocken und was weiß ich. Naja. Also da kommt von uns auch nicht so wahnsinnig viel Aua durch. Da ist jetzt 400. Ja gut, wenn die kritten, dann ist gut. Daneben. Dafür hat der jetzt nicht gut getroffen. Da war was kritisch. Okay. Auf 800 runter. Bis. Kriegen wir das hin? Nochmal. Ich glaube, das ist der schlechteste, der getroffen werden kann, theoretisch. So. Den, der hat gut getroffen. Das war sehr schlecht. Molten Blast. Dann ist er auf 900 runter. Aber der hat halt kein Heroism. Der hält einen Angriff quasi dann weniger aus als die anderen. Das heißt, wenn der am Anfang angegriffen wird, ist das umso schlimmer. Naja, und damit ist es wahrscheinlich auch wieder durch, wenn der jetzt einmal noch angegriffen wird. Verfehlt, ja, okay. Molten Blast. Ja, der greift halt immer auch den an. Ich könnte natürlich jetzt hingehen und versuchen, den zu heilen, aber... Na, da stehen wir aber jetzt sehr schlecht schon. Naja, doch nicht. Ja, also getötet bekommen wir den auf jeden Fall, aber dann müssten wir danach rasten. Also das Rasten müssten wir sowieso, aber eigentlich zweimal rasten. Weil wir ja da nicht einfach heilen können. Da haben wir jetzt gut getroffen.
Das war eine Katastrophe. Ja, da ist halt nichts mehr. Und immer den. Na, da ist er wieder. Naja, wenn die nicht kritisch treffen, dann ist der Angriff eigentlich schon fast sinnlos. Da kommt zu wenig durch. Jetzt bräuchten wir noch einen kritischen Angriff. Da hat's geklappt. Und für den haben wir nur 1700 Erfahrung bekommen. Also das war schon ein bisschen böse. Aber wir könnten jetzt hier rasten und das müssen wir auch dringend machen. Also volle Rast. Und dann werden wir... Ach, das hatten wir schon. Moment. Volle Rast. Wir haben an den Magic Shield und Resist Elements. Okay. Dann Regeneration und Iron Skin. Und hier haben wir Afraid und Afraid. Das können wir aber leicht hiermit entfernen. So. Okay. Ah, da ist dieser Knubbel auch schon. Okay. Dann machen wir das hier auch direkt. You see a black stone. A powerful evil magic is emanating from it. Cleanse the black stone. Upon pouring the water from the fountain of cleansing, the black stone swiftly reverted to its original state, which is mundane stone, devoid of any magical properties. Dasselbe wie vorher auch. Wir haben das Zeug draufgekippt und den damit gereinigt. Und der ist hier den Schalter am Bewachen, womit wir dann zurückkommen. Und dann brauchen wir da auch nicht mehr durch. Damit hätten wir das Ganze hier auch schon dann abgeschlossen. Hier müssten wir dann eben später nochmal zurück. Aber... So, und da haben wir jetzt genug Mana, um Power Heals rauszuhauen. So, und da machen wir noch... ja, komm, machen wir auch. Ne, machen wir... Firestorm. Machen wir den. Da reicht natürlich genau nicht. Gut, passt. So. Da kämen wir jetzt zurück. Und da hinten haben wir das Portal, das auch... Oh, und das ist noch ein geheimes Ding. Silver Large Shield of Hero. Oh, sehr schön. Schreibe ich mir gerade auf. Und Dagger of Heroism. Auch sehr schön. Vielleicht. Of Heroism. So. Dann haben wir hier Girdle of Strength und Shield of Thunder. Den brauchen wir wahrscheinlich nicht. Okay, gucken wir mal. Erstmal den Shield of Thunder, weil ich glaube, den können wir... Der ist irrelevant. Ja, Girdle of Strength. Das... Damit können wir halt mehr tragen. Ach nee, gar nicht. Da ist einfach nur Stärke drauf. Ja, ist nicht so der Hit. Ja, da können wir wahrscheinlich auch nicht viel mit anfangen. Dagger of Heroism. Da weiß ich jetzt gar nicht, was da drauf sein soll. Da ist nur Heroism drauf, der kann sonst nix. Okay, da habe ich mir aber jetzt auch mehr von erwartet. Okay, das ist leider auch Müll. Aber... Wir haben einen Silver Large Shield of Heroism. Der ist super. Denn damit können wir jetzt ihm beispielsweise Heroism geben. Der hatte noch nichts. Ja. Mhm. Dann stirbt er auch nicht mehr so schnell. Ist natürlich um den hier schade. Der Spike Shield ist eigentlich ganz cool. Gut, dann gucken wir hier gerade noch, ob da noch Geheimgänge sind. Ne.
Plupp. Und damit kämen wir jetzt auch hier in den Hauptraum. Und dann fehlt noch eine Tür. So. Ich gucke jetzt gerade noch mal drüber, ob hier nicht noch irgendwo Geheimgänge waren, die ich übersehen habe. Den hatten wir ja. Ne, da ist nichts. Okay. Dann können wir auch hier wieder raus. Ja. Da ist auch gar nichts gewesen. Und hier hatten wir diese richtig fiesen Eisschlangenviecher. Wir könnten uns nochmal da dran versuchen. Aber ich glaube, dass die uns zu sehr zusetzen. Hatten die irgendwelche... Die haben gar keine Resistenzen. Mal trotzdem gehen. Ja, wenn die den zweimal... Der ist jetzt quasi schon tot. Wenn der jetzt nochmal Gift abbekommt, dann ist's mit dem gegessen. Dann machen wir jetzt Mass Power Heal. Ne, nur Power Heal. Power Heal. Weg. Thunderstrike. Power Heal. Power Heal. Okay, den können wir aber töten. Na, mach mal. Mach mal den. Das ging noch ganz gut. Dann... Elventouch. Dann den Mass Power hier. Und dann machen wir hier noch ein bisschen heilen. So. Das sind aber immer noch mehrere. Jetzt können wir aber versuchen, die einzelnen da rauszubekommen. Und dann ist das halb so wild. Molten Blast. Molten Blast. Oh, da habe ich jetzt gar nicht geguckt, wie viel da eigentlich noch übrig war. Dann, wo haben wir... Da. Dann machen wir hier den Power Heal. Mass Heal. So. Kriegen wir davon jetzt wieder einen einzeln? Jawohl. Heal. Molten Blast. Molten Blast. Mass Heal. Weg. Okay. Heal. Molten. Molten. Mass Power Heal. Und einmal... Machen wir den. Okay. Preußen wieder wegmachen. Dann hier mit den Power Heal. Nochmal Power Heal. Preußen da auch entfernen. Und dann bleiben noch... Ist das einer oder sind das zwei? Hier ist nur einer. Heal. Molten.
Wir haben natürlich jetzt dafür auch unsere ganze Mana verballert. Sorry, wegen dem Gebingse hier. Ich leg das mal weg. So. Mass Power hier, jawohl. Dann, ach, da wird doch noch einer hinter. Okay, dann greifen wir da jetzt auch direkt an, ohne das Gift zu heilen. Hier. Molten Blast. Fokus. Mass Power hier. Hier. Okay, da ist nicht mehr viel übrig. So, erledigt. Die waren schon nicht ganz ohne. Dann machen wir mal das Gift weg. So. Da ist nichts an Geheimgedöns. Elven Longsword. Okay, das bringt wahrscheinlich Accuracy. Das ist ein Elvenblade. Naja. Trifft immer Goblins, Ogre und Trolle. Da können wir eigentlich nichts mit anfangen. Aber damit ist das Dungeon hier zumindest fertig. Da fehlt uns jetzt nichts mehr. So. Okay. Er hat auch nichts Neues zu sagen. Das heißt, den Abschnitt haben wir erledigt. Wir können jetzt auch eigentlich direkt wieder zurück in der Stadt, um da Stufe zu steigen. Und dann könnten wir hier weiter nach Süden. Aber ich schätze, dass es sinnvoller wäre, wenn wir da unten weitermachen. Und wir hätten auch noch diese Sache mit dem Einsiedler. Also, dass wir dann da runter paddeln. War das eigentlich ein was, wo wir heilen oder dingsen konnten? Hier, Trainer. Ja, können wir. Dann machen wir das hier. Und dann werden wir mal runter paddeln beim nächsten Mal. So, machen wir erstmal Stufenaufstieg. Jawohl. Jawohl. Ist wieder ein Punkt zu verteilen. Okay, okay. Oh, der kann. Können beide direkt auf 42 hoch. Okay. Nehmen wir gerne mit. Und dann haben die alle einen Attributpunkt über. Ja. Ja, bei dem weiß ich nicht. Das ist alles irgendwo sinnlos. Ist halt nicht gut. Power Heal. Der bräuchte 300 für das nächste. Das kann er komplett vergessen. Also selbst wenn wir dem jetzt hier so einen Battle Magic Stuff geben würden. Naja, wäre auf 282. Das wäre schon näher dran. Was hatte der denn jetzt vorher gehabt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Slayer's Bow of Wisdom oder Old Wizard's Bow? Was war ein Slayer? Ja, auf kritische Chance. Ist schlussendlich jetzt da auch, glaube ich, ziemlich egal. Weil sein... Da kommt er eher in die nächste Stufe nicht dran. Das ist viel zu großer Gap hier. Ja, wir müssten dann wahrscheinlich hier wieder sowas austauschen. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, die haben zu wenig Feuer jetzt. Und wir kommen jetzt möglicherweise wieder an Feuer dran. Ich glaube, dieser Drache da unten, das war halt Feuerschaden. Müssen wir mal sehen. Wie sieht es jetzt hier aus? Der ist bei 511. Die ist bei 511. 449. Ich würde ganz gerne die noch auf 500 bringen. Und dazu bräuchten wir eben... gut, die hatte da keine Punkte. 741. Wir können da Lebenspunkte steigern. Und hier machen wir nur Stärke, dass die wieder auf den gleichen kommen.
Und da sehe ich noch nichts. Wir könnten das zwar umbauen, dann würde der den Power Heal besser einsetzen können, aber gut wäre der damit immer noch nicht. Den müssen wir später auf jeden Fall umbauen. Später, irgendwann, ne? Also, boah, wenn wir wirklich Gegner haben, die wir sonst gar nicht platt bekommen. Aber für den Moment sehe ich da nicht so den Sinn drin. Und bei ihr müssten wir irgendwie schauen, dass wir noch die letzten 50 Arcane hinbekommen. Eventuell lässt sich das schon dadurch machen, indem wir den Stab hier rübergeben und den 45er Stab. So, und den 45er Stab hier. Weil der braucht schlussendlich sowieso nur... Was? Der hat 471. Das waren die... Da ist 4 Knowledge auch noch drauf. Das ist so... Okay. Also das war schon mal nix. 511. Knowledge. Der könnten das noch austauschen. Auf Inspectors. Und das dahin. Dann ist der auf 506. Naja, aber da ist viel zu... Da kommen wir so oder so nicht dran. Okay, also da werden wir wohl erstmal noch nichts machen können. Also da sehe ich nicht, wie wir da irgendwie nochmal einen Schub an Knowledge bekommen könnten. Aber dann soll es das hier auch erstmal gewesen sein. Und dann werden wir beim nächsten Mal erstmal mit dem Boot weiter runter paddeln und diese Quest hier suchen mit Rescue Craftsman von Dearmoor. Vielleicht auch noch das mit dem Hermit gucken. Und dann müssen wir mal wahrscheinlich diesen Turm im Südwesten angehen. Entweder beim nächsten Mal oder dann übernächsten Mal. Aber ja, es neigt sich auch so langsam dem Ende entgegen. Schauen wir mal. Neue Folgen gibt es immer wochentags. Gerne auch den Kanal abonnieren. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.